Den zweiten Teil dieses Films aus der Serie Unsere kleine Farm zeigen wir morgen im Anschluss an die Klamottenkiste. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mit einer allenfalls mäßigen Erhöhung der Verbraucherpreise für Benzin und Heizöl rechnen Fachleute nach den jüngsten Beschlüssen der Organisation Erdöl exportierender Länder. Bisher hat noch keiner der großen Mineralölkonzerne in der Bundesrepublik eine Preiserhöhung angekündigt. Nach Angaben des ADAC Nordrhein-Westfalen sind die Kraftstoffpreise heute sogar weiter abgebröckelt. Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher sieht derzeit keine Rechtfertigung für Preiserhöhungen. Sie riet den Kunden zum Preisvergleich. Die weitere Entwicklung bei den Ölpreisen hängt nach Auffassung des Mineralölwirtschaftsverbandes vor allem davon ab, ob der OPEC-Beschluss nicht von einzelnen Förderländern unterlaufen wird. Mexiko kündigte inzwischen eine Drosselung der Exporte um 10% an. Großbritannien lehnt eine Produktionseinschränkung ab. Norwegen hat sich noch nicht entschieden. Gedenkfeier in Hiroshima zum 41. Jahrestag des ersten Atombombenabwurfs. Rund 50.000 Menschen hatten sich im Friedenspark versammelt, darunter auch zahlreiche Ausländer, wie der südafrikanische Bischof und Friedensnobelpreisträger Tutu. Um 8.15 Uhr Ortszeit, zu dem Zeitpunkt hatten die Amerikaner am 6. August 1945 die Bombe geworfen. Eine Schweigeminute zum Gedenken an die mehr als 140.000 Toten. Der Bürgermeister von Hiroshima, Araki, verlas eine Friedensbotschaft, in der zur Abschaffung aller Atomwaffen aufgerufen wurde. Unter Hinweis auf das Reaktorunglück von Tschernobyl sagte Araki, Gefahr gehe nicht allein von den Atomwaffen aus. Die Führer der Supermächte wurden eingeladen, Hiroshima zu besuchen. Hannover heute um 8.15 Uhr. Die Friedensglocke aus Hiroshima wird zum ersten Mal angeschlagen. Die Glockentöne aus der Ruine der Ägidienkirche wurden von der deutschen Welle nach Japan übertragen. Die niedersächsische Hauptstadt ist Partnerstadt von Hiroshima. Rund 100 Menschen beteiligten sich nach Angaben der Polizei bisher an einer Blockade des Kernkraftwerkes Brockdorf. Zu der Aktion zum 41. Jahrestag des Atombombenabwurfs hatte eine nordelbische Initiative Solidarische Kirche aufgerufen. Nach kurzer Zeit wurden die Demonstranten von der Polizei zur Seite geschleift. Rund 120 Mitglieder der Friedensbewegung blockierten für kurze Zeit die Zufahrtsstraßen zum amerikanischen Militärstützpunkt Mutlangen. Hier sind Pershing-2-Raketen stationiert. Die Polizei räumte auch hier die Straßen und nahm 35 Personen fest. Mit nur einer Stimme Mehrheit hat der amerikanische Senat eine weitere Kürzung der Mittel für eine Raketenabwehr im Weltraum SDI abgelehnt. Präsident Reagan hatte für das kommende Haushaltsjahr ursprünglich einen Betrag von 5,3 Milliarden Dollar beantragt. Die Abgeordneten stimmten gegen zwei Ergänzungsanträge zum Verteidigungshaushalt 87, die eine Kürzung auf 3,56 bzw. 3,24 Milliarden vorsahen. Das sogenannte 936-Mark-Gesetz zur Arbeitnehmerbeteiligung am Wirtschaftskapital soll erweitert werden.
Das Bundeskabinett beschloss heute einen entsprechenden Gesetzentwurf. Erstmals sollen Arbeitnehmer indirekte außerbetriebliche Kapitalbeteiligungen an Unternehmen erwerben können, die nicht an der Börse notiert sind. Der Lohnsteuerfreibetrag für Vermögensbeteiligungen steigt von 300 auf 500 Mark. Die staatliche Förderung soll nach dem neuen Gesetzentwurf für den einzelnen Arbeitnehmer bis zu 560 Mark im Jahr betragen und nicht mehr wie bisher maximal 206 Mark. Die Industriegewerkschaft Metall hat beschlossen, den Anteil von Frauen in hauptamtlichen gewerkschaftlichen Funktionen zu erhöhen. Künftig sollen 14,7% aller Gewerkschaftssekretäre Frauen sein. Das entspricht dem Anteil der weiblichen Mitglieder in der IG Metall. Die größte Gewerkschaft der Welt will ein Beispiel setzen. Als erste Organisation außerhalb des öffentlichen Dienstes will man hier in der Frankfurter Gewerkschaftszentrale und in den örtlichen Verwaltungsstellen ernst machen mit der Gleichberechtigung. Was von der IG Metall Frauenkonferenz im letzten Jahr gefordert wurde, soll jetzt Praxis werden. Die Zahl der hauptamtlichen Gewerkschaftssekretäre, Sekretärin, würde hier auf eine falsche Fährte führen, soll kurzfristig von 13% auf 15% erhöht werden und schließlich bis auf 21,5% anwachsen, dem Anteil der weiblichen Beschäftigten in der Metallindustrie. Als erster Schritt sollen allen neuen Bezirksleitungen der IG Metall mindestens eine von in der Regel drei politischen Funktionsstellen durch eine Frau besetzt werden. Problematischer dürfte die Umsetzung der Frauenförderpläne auf der unteren Gewerkschaftsebene und im Betrieb sein. Denn hier gibt es wohl noch den größten Vorbehalt gegen weibliche Betriebsräte oder Vertrauensleute. Aber die Zeit der Resolution sei nun vorbei, heißt es im Vorstand. Die Männer müssten mehr tun, als auf Gewerkschaftstagen Frauenforderungen zu beklatschen. Beifall gab es reichlich. Änderungen im Sinne der Frauen erschienen uns meistens zu langsam. Man sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und insofern sieht der Frauenförderplan die Berichtspflicht als Kontrollinstrument vor. Kontrollinstrument deshalb, weil immer wieder bei Neubesetzungen behauptet wurde, eine qualifizierte Frau habe sich nicht beworben, obwohl das Gegenteil der Fall war. Mehr Sicherheit für Frauen in Parkhäusern soll einen Modellversuch in Stuttgart schaffen. Abends und nachts sind dort gesicherte Parkplätze für Autofahrerinnen reserviert. Parkhäuser bei Nacht. Sie verbreiten Angst und Unsicherheit. Die Sicherheit der Parkhäuser ist in vielen Großstädten zum Reizthema geworden, denn alle 7 Minuten wird eine Frau statistisch überfallen oder vergewaltigt. Parkplätze reserviert für Frauen ab 17 Uhr ist ein Modell, um wenigstens ein Gefühl von Schutz zu verbreiten. Sie sind mit dem Frauenzeichen markiert und liegen direkt am Ausgang vom Kassenpersonal gut zu überwachen. Es gibt Notrufknöpfe. Ein Recht auf diesen sicheren Parkplatz gibt es nicht. Die Begründungen für ein solches Frauenprivileg dagegen sind vielfältig. Ja, weil es nichts so Gefährliches gibt wie Parkhäuser. Und nachdem ich zum Beispiel Mieterin hier drin bin, weiß ich, wie es ist, nachts um 3 hier reinzufahren oder nachts um 2 hier reinzufahren. Da ist alles total leer. Deswegen finde ich es einfach notwendig. Ich fände es gut, wenn ich keine Angst zu haben brauchte, wenn ich weiß, es ist noch irgendjemand in der Nähe, wenn ich nicht so weit laufen muss. Ganz zum Ende oder wenn es nicht dunkel ist, das fände ich gut. Ja, hier in Stuttgart, in der Innenstadt, halte ich es für wichtig, weil als Frau kann man sich nicht so arg wehren. In Parkhäusern passiert das sehr viel. Was in Stuttgart begonnen hat und in anderen Bundesländern Schule machen soll, ist eine Idee der städtischen Frauenbeauftragten. Frauenparkplätze. Für die Befürworter ein erster symbolischer Schritt für mehr Sicherheit in den Städten. Für die Kritiker dagegen ein Schlag gegen die Emanzipation. Bundesinnenminister Zimmermann, CSU, hat bekräftigt, dass seine Partei das Asylproblem zum Thema des Bundestagswahlkampfes machen will. Im Bayern-Kurier meinte Zimmermann, der Bürger solle mit seiner Stimme auch über diese Frage entscheiden. Nach der Wahl sei eine gründliche Revision des Ausländer- und Asylrechts notwendig. Der FDP-Rechtsexperte Kleinert regte heute in Bonn an, Flüchtlinge aus Osteuropa nicht mehr automatisch in der Bundesrepublik aufzunehmen. Überhaupt müsse das Asylrecht streng individuell gewährt werden. Es sei auch ein Irrweg, bestimmte Nationalitäten davon auszuschließen. Der 48-jährige Heinz Braun hat jetzt gestanden, seine spektakuläre Fluchtgeschichte von Ost- nach West-Berlin frei erfunden zu haben. Er hatte am vergangenen Freitag auf einer Pressekonferenz behauptet, mit einem imitierten sowjetischen Militärfahrzeug und Puppen in sowjetischer Uniform über die Grenze gekommen zu sein. Heute sagte Braun bei der Vernehmung durch den Berliner Staatsschutz, in Wirklichkeit sei er auf andere Weise bereits am 16. Juni nach West-Berlin geflohen. Der Schriftsteller Manfred Hausmann ist dort im Alter von 87 Jahren in Bremen gestorben.
Manfred Hausmann wurde Ende der 20er Jahre mit seinen Romanen Abel mit der Mundharmonika, Lampion und Salut gen Himmel bekannt. Seine Bücher sind durch die norddeutsche Landschaft und durch das christliche Engagement geprägt. Auch die Lyrik Hausmanns fand große Anerkennung. Die Wettervorhersage. Meist freundlich und sehr warm, morgen im Tagesverlauf von Westen aufkommende Bewölkung, aber nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Aussichten bis Freitagabend im Südosten noch unbeständig, sonst heiter bis wolkig, leichter Temperaturrückgang. Die Tagesschau meldet sich wieder um 17.45 Uhr.